Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanos The Adventure. Ja, wir haben die Geistervilla in der letzten Folge, die Grauchschattenvilla, abgeschlossen, Belchmor getötet, erfahren, dass wir ein totaler Vollhorst sind. Zumindest es nicht so gut war, dass wir Vulgarien getötet haben. Naja, was soll's. Und jetzt sind wir in Vennen. Das erste Gebäude, das ich öffnen wollte, ging nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Doch, hier können wir sogar rein. Hier ist Leben. Das gefällt mir. Dann sprechen wir jetzt zum ersten Mal mit Bewohnern von Vennen und erfahren vielleicht, was hier Grausames geschehen ist. Baso. Hey, Kleiner. Wer ich? Aber natürlich, Kleiner. Ich bin aber kein Kleiner. Warum bist du so nervös? Ich erzähl dir meine Geschichte, Kleiner. Hör zu, lass mich in Ruhe mit deiner wohlmöglich albernen Geschichte. Du weißt wohl nicht, mit wem du sprichst? Aber natürlich, Kleiner. Du bist doch mein Kumpel Wurz, einer dieser Pilzsammler. Was? Pilzsammler? Wurz? Ich brauche unbedingt einen dieser grünen Pilze, die du mir letztens schon mal gebracht hast, Kleiner. Die haben richtig geballert. Grüne Pilze? Ich würde ja selber als Pilzsucher nach diesen Pilzen suchen, aber momentan, naja, momentan bin ich zu nichts zu gebrauchen. Ja, komm. Natürlich, Kleiner. Ich werde es versuchen. Würde mich echt freuen, Kleiner. Ein bisschen wie das Jugendwort schlechthin, Alter und Dicker. Habe ich so, Digger? Dicker? Ich weiß, Digger, glaube ich. Dorfbewohner. Hey, hallo. Sei gegrüßt, wie geht es Ihnen? Nicht wirklich gut. So viel Leid und Schrecken. Ich kann momentan nicht darüber sprechen. Tut mir leid. Ja, okay. Hallo, ich kann dir ein besonderes Angebot machen, wenn du magst. Ich höre. Mondsegen heißt sie. Falls du im Besitz... Okay, das sind wieder die Stärke-Tränke-Angebote, ja. Wenn man Wörter einfach vermixt. Dorfbewohnerin, hey du! Hallo. Du darfst gerne hier Unterschlupf nehmen. In solchen Situationen müssen wir alle zusammenhalten. Vielen Dank. Das Bett vor dem Kamin ist noch frei. Das kannst du gerne benutzen. Das werde ich. Hast du sonst noch Tipps? Ja, man munkelt, dass manche Kreaturen anfällig gegen Lichtangriffe sind. Vielleicht solltest du es einfach mal ausprobieren. Ich überleg's mir, danke. Ja, sowas haben wir nur nicht, aber okay. Oh, 5 Adamanterze, das klingt gut. Wofür auch immer. Guten Tag. Hallo, was machen Sie hier? Mein Haus liegt in Flammen, von daher suchen wir hier einen Unterschlupf und hoffen darauf, dass bald wieder Frieden einkehrt. Was ist denn passiert? Frag Saturas. Er sollte dir bei deinen Fragen behilflich sein. Ich bin momentan nicht in Stimmung. Tut mir leid. Okay. Saturas? Saturas. War das nicht einer von Vulgarions Leuten oder irre ich mich da gerade komplett? Der Name kommt mir so bekannt vor. Ah, das ist Saturas. Okay, dann nicht. Was machst du denn hier in dieser Wildnis? Hat sich da jemand verlaufen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, handeln? Der Handel. Tränke. Oh, und so hohe Tränke. Oh. 2000. Oh, 2000 AP, 2500. Oh Gott. Oh. Boah, wie geil. Na, wie geil ist das denn? Wie viel AP habe ich denn überhaupt? Weiß ich gar nicht. Aber doch 2500 müssten wir schon locker haben, oder? Oh, so viel kann ich nicht. Warte mal, wir kaufen mal ein paar von den großen Dingern hier. Dann gucke ich aber gleich nochmal bei Mana. Da müsste er ja auch richtig hohe Mana-Tränke haben, ne? Hexenmana. Okay, 2000 erreichen wir da tatsächlich schon. So. Das Problem ist, jetzt habe ich so viel verkauft und wir wissen nicht, ob vielleicht uns noch gute Ausrüstung angeboten wird. Wahrscheinlich. Naja, so ist das halt. Hier Breitschwert des Wassers kann ich eigentlich verkaufen, oder? Weil das kann ich ja eh nicht benutzen. Aber irgendwie finde ich das so schade. Mit der Aufschrift Soras Wasser, das will ich gar nicht verkaufen. Das Schuppenschild kann auf jeden Fall schon mal weg. Bei den Schuhen habe ich da schon geschaut, ob ich die nehmen kann. Wartet mal. Okay, wir haben bessere, dann kann ich die auf jeden Fall auch loswerden. Ja, ich weiß, wir haben jetzt echt alles Geld rausgeballert, was wir in der Villa bekommen haben, aber hey. Ja, und eigentlich ganz ehrlich, das bringt aber auch nicht viel. Ich behalte es mal noch. Ich weiß, wir brauchen kein Schwert. Es bringt auch nicht viel, aber egal.
So, hat er auch Ausrüstung gleichzeitig? Oh, der hat auch Ausrüstung, okay. Peitsche. Boah, wie geil ist das denn? Eine Peitsche, die oft gegen Vampire eingesetzt wird. Vampirpeitsche. Brutale Peitsche. Aber wer... Hä? Wer benutzt denn aber eine Peitsche? Was hätte ich denn das gehen müssen für? Also, wir haben ja einen Bogen. Wer nimmt die Peitsche? Schwertkämpfer? Ich weiß nicht. Hier sind auch ganz viele Bögen. Sind die alle toll? Oh, guckt euch mal die Zahlen an. Ach, wie cool. Boah. Also, wir können uns auch einen guten kaufen auf jeden Fall. Ich gucke noch ein bisschen weiter. Hier haben wir plus eins. Stiefel auch ein bisschen besser. Oh, ich hätte mit Tränken vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Hier gibt es echt gute Sachen. Also erstmal will ich auf jeden Fall ein bisschen Bogen haben. Boah, gleich plus 18. Das ist natürlich Hammer. Also hat zwar keinen R, aber ganz ehrlich, ich glaube, da können wir bei dieser krassen Werterhöhung auch drauf verzichten. Also ich kann ja noch mal ein bisschen gucken. Helm ist auch, Schild brauchen wir gar nicht. 12. Naja, ist alles so teuer, dass wir uns tatsächlich auch nur eine einzige Sache leisten können. Also nämlich den Kettenbogen. So. Gucken wir uns den noch gleich mal genauer an. Boah. Stärke auf 160. Tempo auf 191. Ja. Damit lässt sich leben. So, jetzt können wir mit dir ein bisschen reden. Wer bist du eigentlich? Ich heiße Saturas. Ich lebe bereits hier schon eine ganze Weile. Viele meiner Freunde wurden bereits durch die heimtückischen Kreaturen umgebracht. Ich habe mich bereits gefragt, wo sich die Dorfbewohner befinden. Erst vor kurzem hat das Massaker begonnen und eine Legion aus Vampire und Untoten haben unser Dorf auf tödliche Weise angegriffen. Wie habt ihr überlebt? Meine Freunde und ich sind im Wald auf Pilzsuche gewesen, als diese Kreaturen hier eingetroffen sind. Verstehe. Ja, also Pilzsuche, ja. Also sozusagen haben die ganzen Kiffer hier überlebt. Wo befinde ich mich? Du befindest dich in Vernon. Ein gefährlicher und düsterer Ort, der von schrecklichen Schatten heimgesucht wird. Interessant. Bevor damals der Schreckenslord dieses Land verflucht hat, so heißt es aus den Geschichten, war Vernon ein blühendes und wundervolles Land. Was ist dann passiert? Unser König Terembath ist im Kampf gegen den Schreckenslord gefallen. Terembath? Richtig, jeder König besitzt normalerweise sein eigenes Land. Terembath war König von Vernon. Hyrule hat ebenfalls einen König und... Nein, der König von Hyrule ist durch die Hand Volgariens gefallen. Das ist schrecklich. Es tut mir leid für euch und für ganz Hyrule. Und Aegion wird von König Owen regiert, falls sich nach den Jahren nichts mehr geändert hat. Richtig. Das heißt also, dass einzig und allein der Schreckenslord für den Tod von König Terembath verantwortlich ist. Richtig. Dafür wird diese Kreatur büßen. Okay. Ein toter König nach dem anderen. Ich weiß ja nicht, wie lange unser König Owen von Aegaria noch durchhält. Toni. Hallo, Fremder. Guten Tag. Ich musste meine Juwelierwerkstatt verlassen, weil die Kreaturen uns angegriffen haben. Aber zum Glück bin ich flexibel. Na, wartet mal. Haben wir da zufällig... Also auf jeden Fall das Ding, was wir gerade abgelegt haben, aber war der... Doch, da war sogar was drin. Warte mal, dann muss ich den mal entsockeln lassen. Weil wir den Wüstenbogen wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Entsockeln. Ja. Okay, das war's. So, dann können wir wieder unser Ding anlegen. Den hier. Ansonsten ist hier alles... Nee, der ist nicht... Die Schattendinger sind nicht gesockelt. Die brauchen einen schwarzen Sockel. Ich glaube, den hatten wir halt nicht. Kann das sein? Weil ich das komisch finde. Wir hatten ja mal schwarze Sockel. Ich muss da echt aus Versehen Gegenstände verkauft haben. Ah, wir haben hier aber einen schwarzen. Kann er also Socken... Socken. Verpasst mir mal ein paar Socken. So. Haben wir es denn? Rüstungsteil, Stiefel. Gut, dann gucken wir mal. Wir haben immer noch die Sarghelskette übrigens. Oh, vielleicht können wir die noch irgendwo in der Geistervilla, in der Grauschattenvilla benutzen. Ja, so, okay. Gut, dann habe ich hier, glaube ich, oh Gott. Da kommt der Berliner Akzent. Habe ich hier, glaube ich, alles gemacht. Außer schlafen gegangen. Wo kann ich denn hier schlafen gehen? Ich dachte, ich kriege hier ein Bett. Hier? Ah.
Gut, hätten wir eigentlich die Heiltränke alle gar nicht nehmen müssen. Das ärgert mich gerade ein bisschen, aber okay, ich habe ja nur die kleinen, glaube ich, verwendet gehabt. So, speichern. Und weiter geht's. Warte mal. Nee, da ist nichts. Okay, sah fast aus. Hier ist ein Kreuz. Kann ich nicht ansprechen. Oh, hier sind mehrere Kreuze. Okay. Diese Tür klemmt. Da kann ich wohl nichts machen. Außerdem brennt sie eh. Okay. Ach, schade, dass man bei den Kreuzen keinen Text hat. So, was war hier? Eine Dornenpeitsche. Aber die kann ich nicht benutzen, oder? Nee, die wird mir nicht angezeigt. Okay, das ist der Wüstenbogen. Aber verkaufen auf jeden Fall. Tür klemmt und brennt, ist okay. Hm, was ich noch mal kurz... Warte mal, wir gucken noch mal kurz in das Haus. Gab es da einen Alchemietisch? Das wäre ja noch ganz interessant. Hm, nee, ne? Ich gucke gerade, aber ich glaube, ich sehe keine Alchemie-Sachen. Vielleicht sollte ich auch mal die Schränke durchgucken. Obwohl es ja eigentlich diebstahl wäre, wenn wir hier einfach Sachen aus den Schränken mitnehmen. Lassen mich auch nicht. Na gut. Nein, nicht. Schade, ein Alchemietisch wäre noch ganz gut gewesen. Na gut. Dafür haben wir noch einige Pflanzen, die wir auf jeden Fall umändern können. Aber vielleicht kommt ja hier noch irgendwo eine, ja, so eine Hütte von einer kleinen Kräuterhexe oder sowas. Vielleicht finden wir da noch was. So. Oh, die Musik ist mir viel zu actionreich gerade. Für das Szenario hier. So. Süden, Dorf Wennen. Aber wo wir hinlaufen, weiß ich nicht. Okay. Hm. Ja, solange das nicht wieder wie der Wald ist vor der Villa, ist alles okay. Hier scheint was zu sein. Ah, ich hab's doch gesehen. Und schöne Pflänzchen gibt's hier. Hm? Oh, verdammt. Da sind wir mitten in die Gegner reingerast. Ih, was ist das denn Schönes? Mhm. Licht sollte helfen. Ich habe kein Licht. Der Gegner erhält Schattenschaden. Ja, wir brauchen Licht. Das sieht hier nicht so nach Licht aus, ne? Ach, warte mal. Ja, ist nur... Nee. Hält geringen Lichtschaden. Ah, der ist zu gering. Ich meine, wir können es ja trotzdem probieren, aber... Nee. Da werden wir wahrscheinlich anders besser Schaden machen. Okay. Dann gucken wir mal, was hier irgendwie guten Schaden macht. Wir gehen einfach alles mal durch. Ja, das ist nicht so schlecht. Kostet aber halt gut Mana. Die hier gehen ja gerade tatsächlich noch. Ich kann auch mal einen guten Zweifachschuss hinlegen. Okay. Ja, also eigentlich gängige Taktik. Der Zweifachschuss Schuss müsste jetzt tatsächlich einfach das Beste gewesen sein. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal wieder einen Mana-Trank. Hier, welche von den besseren ruhig. Nicht die ganz guten, die sind mir zu teuer. Verteidigungsraub, oh, das ist ja nicht so schön. Am besten nochmal. Gut, trifft auch immer denselben, das ist schön. Ja gut, so weit kommen wir dann damit nicht. Ich greife mal so an und guck mal, was wir überhaupt so für Schaden machen. 386. Okay, das ist gar nicht mal. Das geht. Geht. Habe ich noch Trank des Wassers? Ja, komm, wir nehmen mal einen Wassertrank. Gucken wir mal. Ah, leider einmal den anderen erwischt. Das ist natürlich nicht so schön. Stärke ist aber wieder normal. Das ist schön. Oh. Oh. Ha! Hui. Okay, das war knapp. Vielleicht sollte ich lieber gleich einen richtig guten Trank nehmen. Wir sind nämlich vergiftet. Ich möchte jetzt nicht sterben. Okay, der Kampf wird doch ein bisschen zäher als gedacht. Gegengifte haben wir zum Glück genug an der Hand. Puh. Zombies. Oh Mann. Das wird lustig. Wer weiß, was uns hier noch so Schönes über den Weg laufen wird. Hm. Sind wir noch benebelt oder sowas? Ich glaube. Verteidigungsschübe. Ah, nee, aber alles runter. Oh, das gefällt mir auch nicht so. Dann nehme ich lieber auch mal Mana-Tränke. Wenn wir erstmal einen Zombie runter haben, können wir ja auch ein bisschen langsamer machen. Ja, bitte gleich nochmal den. Ah, gut, der ist fast tot. Das
könnten wir in der nächsten Runde schaffen. Bitte? Okay. Das war jetzt ein bisschen riskant. Ja. So. Dann nehmen wir jetzt geringere Tränke. Wir müssen auch mal ein bisschen, ja, kleinere Tränke auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Ja gut, wir greifen jetzt so an. Ist okay vom Schaden. Angriffsraub. Ah, das ist natürlich doof. Es ist aber immer noch, finde ich, okay von der Attacke her. Oh, jetzt könnte es blöd werden mit dem Verteidigungsschub. Nee, ist immer noch okay. Oh, der hat Betäubungsschlag. Da habe ich ein bisschen Angst, dass der uns vielleicht betäubt und wir ein paar Runden rausgenommen werden. Das jetzt ist noch nicht passiert, also hoffen wir mal. Oh, kleinere habe ich nicht. Oh, na gut, dann müssen wir nehmen. Ich wollte eigentlich was Kleineres nehmen. Hier 7, 8 wieder. Okay, irgendein Schub ging runter. Oder irgendein Klau. Ja, das ist ganz gut. Also wenn er immer diese Schübe und Angriffsding, Raubdinger macht, dann kann er wenigstens nicht angreifen. Das ist vollkommen okay für mich. Denn jetzt können wir ihn auch wahrscheinlich weghauen. Na, verdammt. Naja, gut. Jetzt aber. Geht doch. So, wir waren siegreich und wir haben, oh, eine legendäre Schatulle erhalten. Geschmacklos. Schön. Wir gucken erstmal in die Schatulle. Oh, ich habe die Öllaterne immer noch, okay. Achso, klar, weil wir nochmal reingehen in das Haus wahrscheinlich. So, natürlich möchte ich öffnen. Trank des Wassers, da haben wir den wieder zurück, das ist ja perfekt. Besser hätte es ja gar nicht laufen können. So, dann erstmal wieder ein bisschen hoch hier. So, das sollte okay sein, hoffe ich. Könnte ja auch mal sein, dass wir aus dem Kampf nicht fliehen können. Adamanterze kriegen wir ganz viel. Wozu brauche ich denn das? Dieses Gestein kann ich wohl vorerst nicht zerstören. Selbst eine Bombe würde hier nicht weiterhelfen. Mist. Ich werde mich nie wieder an diesen Ort hier erinnern. Ja. Oh, warte mal. Nee, da oben komme ich auch nicht lang, ne? Ja, ist schon so gewollt, dass man hier nicht weiterkommt. Okay. Gut, das ist sehr schade. Ich habe mich zu früh gefreut. Stimmt, wir haben ja auch noch ganz viel so Gesteinssachen auch auf den, in den anderen Ländereien, wo wir immer nichts zerstören, also die wir alle noch nicht zerstören konnten. Wenn wir da mal eine Fähigkeit kriegen, da werden wir erstmal alles ablaufen müssen nochmal. Einiges. Oh, das gab ganz viele Orte. Da oben ist ein Portal. Hm, da kommt doch was. Was kommt da noch? Mehr Zombies? Schatten. Oh, der sieht böse aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Dementor. Ja, wir könnten echt ein paar... Oh, bin ich, ja, geblendet. Dann muss ich das hier machen. Bringt mir leider nicht so viel. Wir brauchen echt diese Lichtzauber, von denen uns erzählt wurde. Kann ich den? Nee. Ich wollte ausprobieren, ob ich den Gegner auch heilen kann, weil in vielen Spielen ist ja auch so, dass Heilung dann halt solche Viecher tötet, aber geht leider nicht. Hä, wieso habe ich jetzt auf einmal gigantische Heiltränke? Die hatte ich doch vorher nicht. Wollte ich doch nehmen, ging doch nicht, oder? Ich bin verwirrt. Habe ich die gefunden? Ich weiß nicht. So. Hm. Ich kann gerade nichts machen mit der Blendung da. Ja, komm, nehmen wir noch ein paar Tränke. Solange wir eh geblendet sind, geht ja eh nichts anderes. So. Noch den hier. Sind wir da wieder ein bisschen aufgefüllt. Okay. So, jetzt können wir wieder arkane Sachen machen. Nicht mehr geblendet. Dann gucken wir mal, was wir als normal... Ach doch, wir sind immer noch benebelt. Okay. Hm. Die ist ja böse. Ah, okay. Hm, wo sind sie denn? Hier sind sie. Ich würde gerne mal einen Trank des Wassers nehmen. Was, vom Schattenheim gesucht? Aha. Der Zweifachschuss? Weiß ich nicht. Kann man auch versuchen. Ja, nee, ist noch schlechter als das andere. Okay. Wenn ich normal angreife, werde ich nicht treffen, weil ich benebelt bin. Scheiße. Okay.
ausgefuchster Gegner mit dem ganzen Blendezeug. Das erinnert mich schon wieder sehr an den Kampf gegen Volgarion, der mich ja sehr in die Weißglut, zu Weißglut getrieben hat damals. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Wahrscheinlich schon. So. Boah, das dauert hier echt, aber das ist voll doof. Also wenn es so weitergeht, dann werden wir hier alle unsere Mana-Tränke halt verbrauchen, was ich eigentlich nicht möchte. Wenn ich das jetzt mache, bin ich dann komplett nicht mehr geblendet oder habe ich dann immer noch den Schatten? Das ist immer noch da. Also bräuchte ich jetzt noch zusätzlich irgendwas, was mich von dem Schatten heilt? Tja, habe ich nur, glaube ich, nichts. Oder habe ich irgendeinen Zauber, der das macht? Da steht auch nur Blenden. Ach, hier. Und Schatten. Okay. Also mit Erleuchtung kann ich den Schattenmantel wegmachen, den ich jetzt direkt wieder drauf habe. Und jetzt kann ich es nicht mehr wirken, weil ich nicht mehr genug Mana habe. Verzwickt gerade. Ich überlege halt, wie ich es vermeiden kann, halt 100 Mana-Tränke zu schlucken, aber... Gut, jetzt kann ich gegen normale Blendung was nehmen. Solange es dabei bleibt. Wo habe ich denn den anderen Trank jetzt hin? Ach hier, Erholungstrank oder das hier? Ja, kann ich auch den nehmen? So, probieren wir mal. Boah. Okay, gegen die ist echt nichts irgendwie hilfreich. Da muss ich ja dann 1000... Oh, das ist ja ätzend. Ich überlege gerade, ob das so klug ist. Das blendet uns auch wirklich ständig. Kann man nichts machen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir genug Mana-Tränke überhaupt hätten, um das zu schaffen. Also ich bin gerade kurz davor, einfach zu sagen, ich drehe nochmal um. Also ich lasse mich jetzt töten, weil wir verbrauchen ja hier gerade alles, was wir haben. Und wir haben kein Geld mehr, um uns was Neues zu kaufen. Also, oh, das geht ja schon wieder gut los. Oh je. Das ist ja schon wieder wie mit Volgarion eigentlich. 1000 Tränke schlucken und nicht vorankommen. Oh Mann. Kann das sein, dass das Viech eigentlich noch stärker ist als Volgarion gerade? Also ich habe so das Gefühl, das Viech hier ist noch mal eine Nummer härter als Volgarion. Was ist denn das? Ist das ein Geist oder was? Oh Mann. Und die Zeit vor allem. Wir sind halt schon weit über Folgenende hinaus. Das schaffen wir nicht. Schaffen es nicht. Ich kann das Viech nicht besiegen. Nee. Ich kann das Viech nicht besiegen. Das wird jetzt auch immer stärker wahrscheinlich gerade, weil es ja, weniger HP hat. Ich komme dem Viech nicht bei. Habe ich so die Befürchtung. Wir können halt gucken und erstmal woanders lang gehen. Ich muss ja nicht hier lang gehen. Da waren ja auch noch andere Wege. Ich überlege halt echt gerade, wir haben jetzt so viele Tränke schon an dem Viech verballert. Ich glaube, es macht echt mehr Sinn, jetzt sich töten zu lassen und es sein zu lassen. Ja, ganz ehrlich, ich lasse mich töten. Weil, ganz ehrlich, wir haben so viele Tränke gerade verloren, die kann ich nie wieder kaufen. Ich lasse mich jetzt töten. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir gehen erstmal einen anderen Weg. Das macht keinen Sinn. Wenn ich hier jetzt alle Tränke verballere, wir haben kein Geld mehr, um uns neue Tränke zu kaufen. Das macht echt keinen Sinn. Da gehe ich erstmal woanders lang. Und lass das. Oh, jetzt muss ich hier wieder einsammeln. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ja, tschüssi.